So. Poco più. Io anche nero. Sì, sì, tu. Io. Perché sì, tu. Tanti. Perché più io? Io. Sto mazzetto. Asso. Wenn Damen und Herren, begrüße Sie überdurchschnittlich und so lebhaft, wie es mir in meinem Alter noch möglich ist. Bin ja, wie Sie wahrscheinlich nicht wissen, woher Sie das auch wissen, bin jetzt das zweite Jahr schon in Pension. Ja. Und muss aber weiter ein bisschen was machen, weil ich bin alt und ich brauche das Geld. Also Sie kennen in der Frühstück, was ich für eine Freude habe, dass ich da. Ja, was will ich sagen? Gute 30-35% von dem Programm, das Sie heute sehen, ist von mir als Lesung gestaltet, weil ich nicht mehr so viel auswendig lernen will. Und es auch nicht mehr kann, respektive mir sehr schwer tut damit, gell? Sehr aufmerksam. Die Gents. Der Otto Schenk zum Beispiel, der hoch, von mir hochverehrte Herr Otto Schenk, der liest ja nur. Oder ist schon einmal gestört? Offenbar nicht, ne? Und wenn Sie denken, was bei mir zahlen und was beim Schenk zahlen, sind die paar Nätschkinder zu mich auch zudrucken und sagen, na, soll er was lesen, da will ich schon. Das ist ja wurscht, ne? So, das habe ich auch gesagt. So? Ja. Was will ich noch? Ja, bitte, ich werde mich was, nicht entblöden, ja? Also zu, bei Pointen, gell? Die am Weg zu Ihnen, meiner Meinung nach, unverdient verrecken, weil ich nahtlos einen billigen Witz erzähle. Gell, um sie auf dem gleichen Stimmungsniveau wieder abzuholen, auf dem sie vor der intellektuellen Überforderung gewesen sind. Ich weiß, das ist anmaßend und unsympathisch, aber ich bin so, es nutzt nichts. Josi Prokopetz, ein paar Jahrchen älter, war ein bisschen leiser, wie wir gesehen haben auf der Bühne. Ja, ein tolles Programm. Danke. Aber es geht einfach auch, du hast ein Buch jetzt rausgebracht. Ja, zusammen mit dem Fritz Schindlecker, mit dem ich schon seit also lange und oft zusammenarbeite. Der hat zum Beispiel geschrieben fürs Fernsehen die Lottosieger, der Sonne entgegen, und also alle möglichen Seriengeschichten und Dreh. Wird das Kassen mit Nirvana, mein Ding. Novotny und Mahudi oder so, also diese ganze, und mit denen arbeite ich schon langsam, und wir haben, nachdem wir verschiedene Reisegewohnheiten haben, haben wir geschrieben, also das Buch, weil wir sich das einmal erzählt haben, und dann gesagt, heißt, das könnte man doch einmal schreiben, so, da sind nämlich lustige Geschichten drinnen, und das haben wir zum Überreiter Verlag, und der hat das auch gut und lustig gefunden, und so ist das Buch rausgekommen, es war gar kein Problem. Jetzt, wenn man sagt, wie kann man das Buch beschreiben? Es ist informativ, man lernt was über Österreich, über der, was der Fritz sehr gerne bereist, der ist Historiker, die Kronländer, man lernt viel über das Ausland, also über Fernreisen vor allem, man lernt über die Karibik, man lernt über Bali, man lernt über verschiedene Fernreisen, kriegt Tipps fürs Hotel, aber alles Witze, es ist eine satirische Dinge, es ist kein Reisebuch, so wie, was ich, einer schreibt, die herrlichen Berge von irgendwo, das ist nicht, es ist eher ein bisschen satirisch, witzig und dennoch informativ, also zum Beispiel, wer weiß denn schon, was er, ich meine, in der Karibik ist, mit einer so großen Kakerlake macht, dass er Ruhe ist, ne? Dass er die einmal erwischt, ne? Das steht alles drinnen, aber eben launig. Die haben alle ausgeschaut teilweise, also zum Ding. Die meisten waren so ausgelegt mit so einem rauen, so bräunlich ocker, so Nadelfütz-Platten. Wissen Sie, was ich meine? Und manche haben ausgeschaut, als hätte sich erst vorgestern das Laienspiel-Ensemble des betreffenden Ortes dort, wie sagt man, komplett angespielt. Und keiner hätte es weggewischt. Und dann steht man da auf Badewannen großen, so Flecken, das sei ja nicht richtig. Das ist.
und die an den Rändern so ausfransen, so göttlich. Und man muss da umstimmen und sagen, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und dann schon wieder da und dann muss man sagen, welche Drecksau ist für diese versiffte Bühne zuständig oder sowas. Übertroffen wird das Ganze. Nur noch kann ich Ihnen sagen, von Auftritten in sogenannten Mehrzweckhallen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Mehrzweckhallen. Der Hauptzweck dieser Hallen ist es, in Ihnen Sport zu betreiben. In jeder Form. Nicht? Und der Mehrzweck eben ist es, was ich nur da zweimal im Jahr eine sogenannte kulturelle Veranstaltung durchzuziehen. Und genau so riecht es in Mehrzweckhallen. Nach Socken. Verstehen Sie? Nach Socken, schweißgetränkt von leibesertüchtigten, pubertierenden jungen Menschen, nicht fürchterlich, die Garderobe, die in dem Fall Umkleideraum 2 heißt, in der gärt ein Apfelsaft recht in einem Tetrapack, verfault eine ungeschälte schwarze Banane, irgendwo verwest ein einzelner Turnschuh und in der Ecke. Und in der Ecke liegt die Leib vom letzten Heimbad. Das ist schön. Nee. Und das Buch findet man natürlich in jedem guten Fachhandel, schätze ich mal. Man findet das Buch im seriösen Buchhandel. Ja, und kann man jetzt sagen, du bist ja wirklich in allen Bereichen unterwegs. Was ist da das Liebste? Ja, eigentlich, ich kann ja nur das, was ich mache. Ich kann Bücher schreiben, ich kann da ein Wurstel machen, ich kann Lieder schreiben und so Sachen bringen und mehr kann ich nicht. Ich kann zum Beispiel keinen Nagel einschlagen, ich kann kein Zimmer ausmalen, ich tue mir schon mit den Schuhen zubinden schwer. Also ich mache die Maschen noch immer, wie ich es als Kind gemacht habe. Meine Frau ist verzweifelt und das ist das Einzige, was ich kann. Die paar Sachen, was ich kann, mache ich alle gern. Das ist wichtig dann. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Frage, was ist für die Zukunft geplant? Na ja, jetzt spiele ich einmal das. Ich spiele das eigentlich, aber das ist ja noch das vorige Programm. Das aktuelle Programm heißt ja Gürteltiere brauchen keine Hosenträger. Das auch in der Konfiguration mit Pianisten ist und neuen Liedern, völlig neuen Liedern. Und für Herbst 2019, ja, wird vermutlich oder wahrscheinlich beim Überreiter rausgekommen mein nächstes Buch, das wird heißen Flamingos sterben stehend. Also wieder was mit Reisen? Ne? Nein, das hat nicht gesagt. Hat den Untertitel Zeitgemäße Betrachtungen als Anspielung auf den Nietzsche, der ja 1783 vier Bücher geschrieben hat, die hießen Unzeitgemäße Betrachtungen. Alles klar. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und wie gesagt, Norm, es war eine ganz tolle Show. Danke vielmals, empfehlen Sie mich weiter. Machen wir glatt. In der Küche und wartet auf ein Taxi, aber es kommt nicht. Kommt nicht. Er wartet auf das Blumen von Mercedes Diesel, aber es kommt nicht. Kommt nicht. Die Dame vom Funk, die sagt zu er, in 10 Minuten wird es brummen, Herr. Kann ich stehen in der Küche und wartet auf ein Taxi, aber es kommt nicht. Kommt nicht. Ich warte auf das Blumen von Mercedes Diesel, aber es kommt nicht. Kommt nicht. Die Dame vom Funk, die sagt zu mir, der Wagen sind Revier, ist nächste Woche vielleicht hier. Das ist der mit der Köln her, warte auf ein Taxi, nix. Nee, kein Grüner tut's auch. Verkühn werde ich mich, Mantel, ich kann nicht. Mein Gott, was muss ich mir denn auch in meinem Alter? Nur was mit deiner verheirateten Frau anfangen, nein, das hätte ich mir nicht spüren können, das glaube ich. Oje, ich muss schauen, dass ins Heim kommt wieder. Ja. Wo ich mich reinlassen, sind sie ekulant, mich rauslassen muss ich auf der Welt. Ich muss schauen, ob die Teeküche noch offen hat, weil den trink so gern den Schafgarn-Tee. Da schlafe ich so gut ein. Also, seid so brav, stellen Sie nichts an, weil sonst kommt die Polizei, grüße ihn. Diese herrliche Stille widmet Ihnen Ihr Alfons Rehl.
so, mit zunehmendem Alter entdecke ich ja die Dinge an mir, über die ich mich früher, wie ich noch jünger war, nicht früher war ich noch jünger, heute nicht mehr so. Damit habe ich so lachen können, wenn das ältere Menschen machen, das ist so alte Leute, wenn sie sich so unbeobachtet fühlen, nicht? Wenn man da, und alles was machen, wie sagt man, kommentieren, wissen Sie, was ich meine? So, so, ich gehe jetzt da rüber, also, hänge das Kappel an, dann ziehe ich meinen Mantel aus. Er zieht sie oft von der Schulter bis in die Nieren, bis in die, aber die Ärzte finden ja nichts. Sie sind alles trocken. Alle Ärzte sind trocken. Aber der Mantel, mein Gott, Flügelgeruch, wie man sagt. Gehen dann einmal in die Busse rein. Es kümmert sich niemand mehr um mich. Ich bin ja nur mein Weg. Wissen Sie, ich bin nicht, die werden schauen. Die werden schauen, die Brühen, was ich noch habe. Die werden schauen, wann ich einmal nicht mehr bin. Da werden sie schauen. So, könnt ihr das Schluckerl Wasser trinken? Ich will korrigieren durchs Ohr. Ja, was sagt ja der ältere Mensch? Der ältere Mensch sagt mir, ist innerlich gereift. Nicht? Er ist abgeklärt, weise. Nicht? Er ist interessiert. Er hört nicht nur hin, er hört sogar zu. Oft beugt er sich dem Gesprächspartner entgegen, um ihm was zu erzählen. Und der arme Teufel kriegt den sumpfigen Mundgeruch des alten Menschen zu spüren müssen, weil er ja ganz grausliche Bakterien unter der Totalprothese lauern muss. Fürchterlichen Geruch. Und dabei ist der gar nicht interessiert, der hört nur schlecht. Sie kennen ja den endlos Dialog in einem Fachgeschäft für Hörgeräte. Guten Tag, ich bekomme ein Hörgerät. Ja, bitte gern, haben Sie ärztliche Zuweisung. Guten Tag, ich bekomme ein Hörgerät. In einer Bar um Mitternacht. Die Kasse ist schon längst gemacht. Doch da zwei Menschen im Halbdunkel rechts eindeutig erkennbar verschiedenen Geschlechts. Die Dame silbergrau meliert, der Herr gepflegt, gut situiert. Wirken sie, obwohl nicht nüchtern, trotz später Stunde noch recht schüchtern. Darf ich bitte oder tanzen wir zuerst? Wer braucht die alten Sitten, wenn du mich so betörst? Und nach ein paar Schritten... Was? Aber geh, die ist doch ein Bäscher. Na geh, früher hast du aber gern in der Reihe gegessen. Ich hab nie gern in der Reihe gegessen. Oh ja, hin und wieder schon. Aber woher denn niemals? Ja, schau dann vielleicht ein Schulterscherzl mit Kohlgemüse, Röstkartoffeln. Ich hab doch kein Kohl. Yes. Da krieg ich doch immer diese Blähungen von den Köchen. Ja, wie wär's mit einer Butte Natur, mit Reis? Geh doch auch, die sind doch alle vollgestopft mit Antibiotika, die Fähre. Yes. Vielleicht eine Hausmannskost. Du hast doch immer so gerne eine Hausmannskost gegessen. Da kriegst du Knädel mit Ei drinnen zu lassen. Keine größte Knädel vor ihrem Attersee, ja. Na gut, jetzt. Da schau, jetzt habe ich was. Ein Fisch.
einen Seesäibling. Sieger, dass ich wieder zu einer geraten über den Stieg gehe. Was Vegetarisches vielleicht? Dagi Ei, Dagi was? Tagliatelle Verdi. Ja, aber den Verdi mag ich nicht einmal in die Oper, warum soll ich seine Nudeln fressen? Die Dame blättert Gott hergehen. Die Speisekarte noch einmal von vorne durch. Da. Wiener Suppentopf. Was brauche ich Slam, damit er nicht mit einer Suppe voll her? Matthias Hering, noch Hausfrauenbart mit Salz und Kartoffeln. Das bin ich ein Beef, gell? Herr Pützrangulasch magst du auch nicht, gell? Der wird mich vergift. Der alerte Kellner tritt zum Tisch. Bitte sehr, die Herrschaft, was nicht auf der Karte steht, ist unser heutiger Spezialität, Lammstelze in Rosmarinschül mit Polenta. Polenta, jetzt ist doch kein Polenta, meinst du das ernst? Der Kellner lächelt und meint, Sie kennen ja selbstverständlich noch Polenta und andere Beilage rum, nicht? Die Gattin macht eine entschuldigende Geste zum Kellner, der diese mit einem verständnisvollen Lächeln wie dir das in etwa heißen könnte. Keine Sorge, gnädige Frau, wir sind im Salzkammergut, wir sind im Salzkammergut dran gewöhnt, dass wir alte Hosen, Hosenscheißer bedienen, die sich nicht entscheiden können und sich dabei auch noch unheimlich gut vorkommen. Die Dame wendet sich nun eine Entscheidung fordernd an ihren Mann. Also, was soll ich da denn jetzt bestellen? Ja, irgendwas halt. Ist ja praktisch eh alles. Wer stellt
die blauen Schlapfen in Lignano, die Socken aus Frutemo Fessanzano, das T-Shirt angepatzt mit Paradessos und Honakroner Zähnung unter an. Wer bestellt, wenn männlich schwürzt, denn sich konkraut hin, sitzt oben und dreht sich an, wer erkauft ihn. Von Skohane, der schluckt auf einmal oben und los dann schaust, man hört's bis Flur ins Dorf. A Wiener, a Wiener, a Wiener, sein Schick und sein Charme, der gefällt. A Wiener, a Wiener, a Wiener, ist das Schönste, was gibt auf der Welt. Er weiß, was das bedeutet, ist immer gut gekleidet, von niemandem beneidet. Aber wir sind wir. Aber wir sind, wir sind wir. Aber wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind wir. Die Wurstl, mein Lieber, den kann keiner der Schlau. Es wird jedes Kind, das im Bruder war so. Mein Hade war der Teufel, mein Hammer am Scherl. In Wurst und Schicht nix. Und der Teufel ist der Wähler. Weil er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Und schaut der Hirn nach, vielleicht ganz verwurst und auch aus. Er kann, wie wir alle, eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den Wurst und der Schlau. Fachmännisch beschimpft. Schönen Abend!